Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. So Leute, und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon und Aloy. Ja. So, sorry, ich habe jetzt gerade ein bisschen warten müssen, bis wir ausgequatscht haben. Ja, heute müssen wir wohl irgendwie was Größeres zerstören. Es ist nicht weit. Diese Hütte, was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Okay, das sieht aus, als müsste ich was Großes jagen. Ein echter Kadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Oh. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass da irgendwas Großes kommt. Ich nehme mal mit, was geht. Ich weiß, ich könnte dahinter noch rennen, aber ich muss in diese Richtung. Also gehe ich jetzt erstmal in die Richtung. Mutterberg, alles klar. Da ist eine Wildsau. Oh. Nichts bemerkt. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Sehr zuversichtlich. Okay, ich glaube, das wird mein erster Boss dann oder sowas. Erste Lektion, erste Prüfung? Ich weiß noch nicht. Das hört sich aber schon suspekt an. Dün, 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 dün. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Ich habe alles größer. Der ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Merkt man, dass er keine Erfahrung hat, dass er riesig findet. Dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Zwei Schwächen, einmal am Bauch eine und einmal zum Dreieck am... Okay. Luribehälter, alles klar. Keine Ahnung, ob das was bringen wird. Das sehen wir aber gleich, ob das was bringt. Sonst bin ich gleich ein ganzes schönes Stückchen toter. Oh, oh. Hat er was bemerkt? Bitte nicht. Machen wir es kurz. Er ist entdeckt. Oh, habe ich es geschafft. Habe ich es geschafft? Geil! Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Alles klar, ich verstehe die Lektion. Wir sehen uns im Mutterherz. Warte, ich komme mit. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Alles klar, Leute. Dann müssen wir als nächstes nach Mutterherz gehen. Ich würde sagen, wir lassen aber die Folge jetzt mal so kurz, wie sie jetzt war. Und ich gehe jetzt gleich nochmal ein bisschen sammeln und noch ein bisschen testen und ja, ein paar Sachen hier töten, um ein bisschen zu sammeln natürlich. Und dann gehen wir nach Mutterherz und schauen uns dann das nächste Gebiet oder das nächste, ja, was uns erwarten wird an, und ich denke mal, mit dem Boss waren wir jetzt schon ganz gut dabei. Machen wir eine kurze Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.